Einen wunderschönen, liebe Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Bei mir sind Micha und Franzi und die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Wir fotografieren jetzt analog. Im letzten Video haben wir schon so ein bisschen über analoge Fotografie gesprochen. Da nur Micha dabei gewesen, jetzt neue Franzi mit dabei. Hallo. Hallo. Ja, sie muss heute ein bisschen leiden, denn es wird alles sehr, sehr lange wahrscheinlich dauern. Ich bin völliger Noob. Micha hat schon ein bisschen mehr Erfahrung. Du hast dabei eine? Mamiya 654. Das hat eine schöne analoge Kamera, auch Mittelformat und ein bisschen jünger als die. Wie alt ungefähr? 70er Jahre, Ende der 70er Jahre. 70er. Ja, genau. Meine ist so um 1940 ungefähr, also knappe 80 Jahre schon alt. Ich werde mit der fotografieren. Wir haben vorhin schon ein paar Tests gemacht. Micha wird mit der fotografieren und Franzi ist unser Opfer. Sie muss jetzt quasi stillstehen für längere Zeit. Aber wir haben eine schnelle Verschlusszeit. Es könnte noch schlimmer sein. Ja? Wir haben keine 30 Sekunden oder sowas. Es könnte schlimmer sein. Wir werden schön hier mit dem natürlichen Licht arbeiten, mit dem Fensterlicht. Wir haben hier die Leiter, wir haben den Hintergrund. Jeder von uns wird was anderes machen. Ich bin gespannt, was für Bilder dabei rauskommen werden. So, ich habe jetzt die Fotos im Kasten, beziehungsweise die erste Runde ist jetzt gemacht. Wir werden gleich nochmal rausgehen. Ich kann aber sagen, das ist scheiße schwer, so zu fotografieren. Also Respekt an alle Dudes, die jetzt alt sind schon und damals mit so Kameras tatsächlich fotografiert haben. Schwierigkeiten für mich absolut fokussieren, ja, zum einen und Bildausschnitt erstmal wählen, weil es ist ja alles seitenverkehrt. Das heißt, wenn ich nach rechts gehe, geht es im Bild nach links. Wenn ich ihr sage, guck nach rechts, guckt sie aber in dem Bild nach links. Das heißt, es ist völlige Inception so in meinem Kopf. Außerdem kann ich nur über diese Lupe hier quasi scharf stellen, über die Mattscheibe, wo alles spiegelverkehrt ist und sehen nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt, der tatsächlich dann scharf ist. Zum Beispiel jetzt ihr Oberteil oder hier die Kette oder die Haare oder irgendwas. Das Gesicht sehe ich gar nicht, weil es meistens vom Bildausschnitt zu weit oben ist. Das heißt, echt eine schwierige Sache, dann das Auslösen immer so und dabei habe ich immer das Gefühl, ich verwackel die ganze Kamera irgendwie so ein bisschen. Also alles in allem ziemlich crazy. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 Bilder gemacht. So haben wir es vorhin getestet. 10 funktioniert sehr gut. Eigentlich würden mehr gehen, aber wegen weiter drehen und so weiter. Da muss man immer im Kopf haben irgendwie, oh, ich muss ja auch weiter drehen den Film. Da ist ja nichts elektronisch in dieser Kamera. Es ist alles manuell. Das heißt, wenn ich irgendeine Sache verkacke und am falschen Hebel ziehe, alles für den Arsch. Alles für die Katz. Und das Schlimme ist, wir sehen es nicht jetzt, sondern wir sehen es erst nachher. Aber ich bin gespannt, wie du jetzt drauf bist, Micha. Wir haben es ja schon so eine Zeit lang. Ich bin gespannt. Das ist immer das Schöne, wenn man am Ende dann die Sachen entwickelt und dann rauszieht und dann sieht man, sind wir doch drauf. Voll. Oder eben nicht. Du hast ja jetzt die Mamiya, das heißt, genau. Du schaust wirklich durch den Spiegel eigentlich auch. Genau, das ist ganz normal eine klassische Spiegelreflex, einfach bloß eben Mittelformat. Ja. Und halt alles auch manuell. Und Franzi, wie war es für dich? Crazy. Crazy. Total schnell ging das alles, ne? War super fix. Nee, es dauert echt ewig, aber man überlegt bewusster, ne? Ich überlege ganz genau, scheiße, ich habe noch 10 Bilder, ich muss ganz genau überlegen und dann auch sehr variabel. Also ich habe einmal oben Leiter, einmal unten Leiter, einmal Fenster, einmal rausgucken, einmal nicht rausgucken, einmal mit dem Licht, einmal gegen das Licht und so weiter. Ich bin gespannt, ich glaube, es ist alles nichts geworden. Nee, guck mal. So, ich habe meine Session jetzt hier durch. Ich muss ja sagen, es ist so schwer und wenn man am Anfang auch noch verkackt und den Film weiter dreht, aber vergessen hat, den Zähler zurückzuspulen, dann weiß man nicht mehr, wo man ist. Dann muss man den Film einfach manuell weiter drehen und hoffen, dass das Bild an der richtigen Stelle ist. Ich glaube, ein, zwei geile Bilder sind dabei. Dann habe ich vergessen, dass ich auch die Einstellung noch machen muss der Kamera. Wir sind hier auf ISO 800. Es ist jetzt draußen anstatt drin. Das heißt, es muss noch mal ein bisschen umgestellt werden. Ich bin jetzt hier auf Blende 4 gegangen. 300stel Verschlusszeit, das ist das Maximum, was mit dieser Kamera geht. Mehr als 300stel ist nicht drin. Aber ich glaube, die Bilder sind trotzdem geil geworden. Auch wieder dieses Seitenverkehrte, das ist so verrückt, wenn ich meinen Finger hier reinmache zum Beispiel, kommt er, obwohl er hier von rechts kommt, hier von links. Das sieht so verrückt aus. Trotzdem geile Bilder geworden. Jetzt ist Micha dran mit der Mamiya und ich glaube, wir können ja einige geile Sachen machen. Wir sind jetzt wieder drin. Das Shooting ist quasi im Kasten, im wahrsten Sinne des Wortes, in diesem Kasten drin. Die Filme sind jetzt schon draußen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, da ist das Wertvollste jetzt drin. Ich hoffe, das wird
was werden. Ja? Die Hälfte der Arbeit ist sozusagen jetzt erledigt. Ja, jetzt kommt die andere Hälfte und zwar das Entwickeln und das gibt es im nächsten Video. In diesem Rezept zeige ich dir, wie man gruselige Psycho-Horror-Effekte hinbekommt. Und dafür braucht man nur ein paar ganz simple Zutaten. Und einen Geist.